Richtig geiler Scheiß, ey. Was macht ein... Alter, nee, oder? Fuck. Ah, nee, ey, scheiße. Krieg. Und im Krieg passiert sowas. Außerdem haben wir eine Aufgabe. Wir müssen Kafarov erwischen, und zwar als Erster, ob die Bomben nun da sind oder nicht. Es gibt kein Wir. Es gibt nur uns. Und dann gibt's auch dich. Es liegt an euch, Marines. Kommt ihr jetzt mit oder was? Natürlich kommen wir mit. Wir müssen die Mission beenden. Kafarov. Und dann haben wir den Wichser. Auf jeden Fall. Oh, wegen so einer Schwuchtel gehen einfach so viele Leute drauf. Das bringt einen auch zum Kotzen, ey. Ich habe in Bosnien 4 meiner besten Freunde verloren. Ein Raketenangriff. Der Typ, der Wache halten sollte, war eingeschlafen. 6 Monate war ich neben der Spur. Manchmal wollte ich ihn töten. Wir alle sprachen darüber. Ich glaube immer noch, dass alles seine Schuld war. Ich hätte Mitleid mit ihnen, wenn ihre Leute mir nicht noch mehr Leid hätten. Sie wussten nicht, wer sie in Wirklichkeit sind. Und Sie? Hätten Sie verstanden, wenn Ihr Kamerad den Feind unterstützt hätte? Die Russen waren nicht unsere Feinde. Sie haben Ihre Freunde umgebracht. Schön locker, ganz locker. Während Sie noch im Iran im Einsatz waren, haben wir Bündelübertragungen zwischen Dima und seinen Handlangern in Kiew abfangen können. Er war zu der Zeit auch im Iran. Warum war Dima im Iran? Mit den Russen. Warum? Kacke, verdammte. Warum? Komisch, komisch. Okay, wir haben hier gerade die Bombe dabei. Wir springen gerade aus einem... Wow. Aus einem Flugzeug. Und dabei ist der Wladimir und der Kirikit, keine Ahnung. Und wir, Dima. Orientiere dich an der Röhre. Was für eine Röhre, Alter. Was für eine Röhre, Mann. Egal, wir... Wir wundern erstmal hier, was passiert.
perfekte Landung. Leute, wisst ihr, wo wir sind? Sind wir nicht hier? Greifen wir gleich die Marines an? Nein. Ach du Scheiße. Was soll ich machen? Ich habe nicht gelesen, sorry. Soll ich eine Granate? Was soll ich machen? Achso, Dauerfeuer, okay. Das kennen wir natürlich sehr gut. Dauerfeuer, okay. Oh, damn it! Achso, weil da die Bombe gelandet ist, okay. Die haben sich also gewundert, was da gelandet ist. Und es war nun mal die Bombe. Au. Oh. Was ein Noob mit seiner Schrot, Alter. Fuck. Ey, Mann, ey. Kommt da einer mit der Schrot? Sagt ja auch jeder, dass die Schrotflinten bei Battlefield extrem überpowered sind. Ja, finde ich auch. Hat man gerade gesehen. Ja, also ich würde mich auf jeden Fall auch wundern, wenn da so eine Bombe landet und dann guckst du erstmal, da steht wahrscheinlich noch so radioaktiv drauf und dann, da machst du große Augen. Auf jeden Fall. Ah, okay, alles klar. Erste Schrotflinte nur weg. Den schön ins Bein genatzt. Heck mit dir. Was, wir müssen die mitnehmen? Achso, da sind... LOL. Warum sind da Waffen drin? Ich hätte gedacht, da ist die Bomben drin. Nein, wir gehen gleich wieder drauf. Scheiße. Oder? Das sind Waffen. Warum sind da zum... Warum zum Teufel sind da Waffen drin, ey? Ohne Spaß. Kann ich nicht mitnehmen? Oder sollen wir das mitnehmen? Nein, das sind Gurte oder so. Ich höre ein Fahrzeug. Ein Panzer. Ach, wir können in das Auto einsteigen. Das ist ja sehr vorteilhaft. Okay, rein. Здесь нет кода. Хорошо, мы их слышим. Машина была хорошей идеей. Давай по дороге. Последние спутниковые изображения показали большую оживленность на вилле. У нас минут 30, может быть, даже меньше. Слушай, а если сразу поедем на виллу? Окна ведь тонированы. Они решат, что мы патруль, просто пропустят нас через ворота. Не-не-не, не рассчитывай на это. Смотри. Смешайся с конвоем, мы попадем с ними внутрь. Молодец. Может быть, удача на нашей стороне? До этого особо не везло. Отлично. Он и не догадывается, как мы близко. Все равно это будет натяг. Нам нужно быть готовыми ко всему. Кирилл первый. Я пойду вторым. Дима, подстрахуй нас. Будь готов к смене плана. Помни, ГРУ хочет взять Кафарова живым, но самое главное — это ядерный чемоданчик. Твою мать! Держись на расстоянии. Давай сделаем это.
Приготовиться. Ворота! Ну что ты ждешь? Что ты ждешь? Давай, 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 давай! Ну! Твою мать! Вон, биологический сканер. Они нас не пропустят, Дим. Возьми того, который справа. Жди моей команды. Den rechten. Жди, жди, жди. Три, два, один, давай! Okay. Проверь дверь. Дверь еще продержится какое-то время. Давай. А, die haben die Tür zugemacht. Sehr gut, okay. Was soll ich neben die Tür? Hä? Ich bin gerade dezent überfragt, was ich machen muss wieder mal. Das wird hier aber auch. Soll ich da hinlaufen? Ich hab keine Ahnung, ey. Okay. Was ich aber noch kurz anmerken muss, sorry Leute, dass ich das mache, aber der am Beifahrersitz saß, das Namenface, der ist doch draufgegangen, als diese RPG in Paris, war es Paris? Ich glaube schon, eingeschlagen ist. Wieso ist denn der da? Das frage ich mich die ganze Zeit gerade. Warum ist denn der da? Das ist mir etwas unschlüssig. Gesterben. LOL, Alter. Echt jetzt? Wieder eine RPG, willst du mich trollen oder was? Ja, genau, in das Auto, wo ich mich verstecke, ey. Das ist so typisch. Das ist so typisch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist so typisch, ey. Ohne Spaß. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Warum? Warum passiert immer sowas? Das verstehe ich nicht. Du gehst sterben. Geh mir nicht auf die Eier. Die gehen unten rum, okay. Wo ist denn... der wollte mich schon wieder töten, ey, die Potsau, ey. Ich kann die erst töten, wenn sie aus dem Auto raus sind. Das ist ja auch geil. Ist ja alles schön gemacht und so, aber das ist ein bisschen lächerlich. Wo ist denn der RPG-Heini? Da oben pimmeln sie. Einem G. Der hat aber eine ganz schön geile Wille, muss ich sagen. Der hat echt eine geile Wille, muss ich sagen. Für einen super Bösewicht. Richtig geil.